Moinsen Mausis, ihr seht mich hier gerade relativ aufgelöst, denn ich habe heute ein Paket bekommen, ein Überraschungspaket, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und weil es ein offizielles Paket ist, bin ich jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt, weil vermutlicherweise das jetzt nicht nur von meinen normalen Mausis geguckt wird, sondern vielleicht auch von denjenigen, von denen ich dieses Paket habe. Und deswegen bin ich so ein bisschen und hoffe, ich verändere nichts an meiner Art und Weise, die Videos zu machen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Also von daher, herzlich willkommen, liebes Cosnova-Team, und natürlich alles Liebe an meine Mausis. Ich werde dieses Paket jetzt auspacken. Warum habe ich ein Paket bekommen? Ich habe an einem Preisausschreiben teilgenommen und habe offensichtlich gewonnen. Man wird einzeln angeschrieben und es wird nicht gesagt, hey, du hast gewonnen und so weiter, sondern man bekommt dann einfach eine Überraschung. Das war jetzt natürlich Oberklasse. Und ich habe es einmal geöffnet. Es liegt ein Zettelchen oben drin. Das werde ich einmal kurz, ein Briefchen, das werde ich einmal ganz kurz durchlesen, damit ich auch weiß, was überhaupt drin ist. Es ist ja ein sehr großes Paket. So, und jetzt schauen wir, es ist von Essence. Ich habe ein Fragrance Set Xmas bekommen und darf es jetzt exklusiv testen. So. Das ist klasse. Ich und Düfte ist natürlich hervorragend. Wie will man Düfte beschreiben? Ach du meine Güte. Das wird ja was. Riesengroßer Karton, ganz toll eingepackt. Bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Meine Güte. Oh, wow, wow. Oh, guckt euch das an. Ach, da sind auch noch, das ist ja klasse. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Nagelrädchen jetzt geholt. Also, es handelt sich um drei Päckchen. Jeweils in jedem Päckchen befindet sich, Moment, haben wir gleich, ein Duft und jeweils zwei Nagellacke. Schaut mal. So, und die werde ich euch jetzt alle mal einfach einzeln vorstellen. Das macht man doch so, oder? Ich darf die doch aufmachen. Natürlich, ich will sie ja testen, ne? So. Ach, ist das klasse. Super. Die wird es dann offensichtlich zu Weihnachten geben, denke ich mal. Sonst würde ja nicht X was draufstehen, ne? So, Scherchen haben wir hier. Klasse. Wann gewinne ich schon mal was? Ich gewinne ja nie was. So, ich fange an mit dem Essence Candy Shop, würde ich mal sagen. Like a day in the candy shop. Ach, wie schön. Süß, sinnlich, wundervoll. Dieser florale, frische und zugleich sinnliche Duft ist für alle, die von einem Tag im Candy Shop träumen. Und dann gibt es ja, wie gesagt, die beiden Nagellacke dazu. Mache deine Nägel zu echten Mode-Accessoires für ein einzigartiges 3D-Finish. Trage zwei Lackschichten auf. Twinkling Bling Bling und Glitter Jewels. Ach, cool. Richtig große Flakons, also nicht irgendwie eine kleine Probe oder sowas, nein. Cool. Ach, schön bunt gemacht. Ne, steht ja Like a Day in a Candy Shop, also schön auch. So, jetzt habe ich einen Fussel im Mund. Hätte ja jetzt auch was zum Schminken sein können, ne? Dann hätte ich mich jetzt erstmal abschminken müssen. Also, hier haben wir einmal einen Flakon mit 50 ml, blubbert lustig da drin, mit einem kleinen Schleifchen oben. Und wir wollen einmal schnuppern. Kommt noch nichts. Ach, ist ja herrlich. Schön mit, das ist auch nichts, was man im Winter testen sollte, da hat man ja alles in den Klamotten. Oh ja, der ist angenehm. Ah, darf man das da drücken? Macht man das überhaupt noch? Ja, er soll sein. Sinnlich. Süß ist er, sinnlich ist er, wundervoll. Auf jeden Fall angenehm zu riechen. Wie mache ich das denn jetzt mit den Nagellacken? Ach, ich habe ja hellen Nagellack drauf. Dann machen wir es gleich einmal ganz bunt. Doch, der gefällt mir. Der ist wirklich sehr süß, nicht zu schwer. Und wenn man ihn jetzt zu Weihnachten verschenken würde, würde er sicherlich an einen schönen Sommertag erinnern. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Dabei sind dann noch diese zwei Nagellacke, die sich ein wenig sträuben. Nichts kaputt, alles gut. So,
sind beides Überlegelacke offensichtlich, beziehungsweise für sich zu tragen. Also nicht, dass jetzt ein Unterlack dabei ist und der andere drüber zu tragen. Nein, wir haben jetzt also den Twinkling Bling Bling in der 91 Candy Crush. So, das sieht man ja leider bei mir nicht so. Liebes Cosnova-Team, meine Mädels kennen das. Es geht trotzdem gut. Und das ist ein schöner, silbrig glitzernder Glanz mit kleinen Stückchen drin, mit kleinen Paillettchen drin, die rosa schimmern. Und dann wollen wir das natürlich auch einmal ausprobieren. Seht ihr einmal hier. Ziehen wir uns auf den kleinen Lack. Oh, der ist hübsch. Ich tupfe ja immer ganz gerne die Glitterlacke, weil die meisten Pailletten sich ja glatt ziehen. Wobei, hier habe ich jetzt nicht getupft, ich habe es jetzt nur lang gezogen und da ist jetzt auch schon ein ganz schöner Strang von Paillettchen mit bei hängen geblieben. Das gefällt mir gut, das finde ich klasse. Würde wahrscheinlich jetzt noch einmal nachtupfen, an den Stellen, wo jetzt ein bisschen wenig ist. Und hoffe, jetzt habe ich natürlich zu viel. Und hoffe, dass ich da gleich noch was zum Trockenverhalten zu sagen kann. Jetzt lackiere ich jetzt schon und habe noch die ganzen Dings zu öffnen, ne? Ach, und der andere heißt Glitter Jewels in der Farbe 92 Love Apple. Okay, große Apfelliebe. Und das ist ein roter Nagellack mit Glitter kleinem und auch diesen kleinen Plättchen drin. Wobei der wahrscheinlich auch gut als Überlack fungieren würde. Oh ja, schön. Ist ganz praktisch, dass ich diesen hellen Nagellack heute drauf habe. So, da könnt ihr das nämlich, entschuldigt bitte, dass ich euch den jetzt gerade einmal zeige, aber, ne? Da kann ich mir auch schön einen anderen Lack drunter vorstellen und den finde ich toll als Valentinslack. Valentinstagslack. Weil das so ein bisschen aussieht, guck mal gerade, ich habe das jetzt einfach nur ganz normal langgezogen, aber es sieht aus so, wie ich sonst hier meine Glitterlacke auch immer verwende, dass ich sie praktisch nur an den Mond praktisch unten setze und gar nicht über den ganzen Nagel. Und durch Zufall hat sich das gerade so gezogen und ich finde, das sieht ganz toll aus für einen Valentinstag-Look. Valentinstag-Look kann man sagen. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Ist auch eine schöne weihnachtliche Farbe und für die, die wirklich dann keine Lust haben auf Rot oder sowas, ist dann der silbrige dabei. Somit ist jeglicher Geschmack getroffen. Das ist ja schon mal klasse. Jetzt haben wir als nächstes Like a New Love mit einer ganz tollen Verpackung, die so ein bisschen, erstmal ist sie ganz rau. Sie hat kleine Gold-Overspray, ja. Sieht romantisch aus, also auf jeden Fall erstmal. So, heißt Like a New Love. Mit Love würde ich jetzt normalerweise rot verbinden, das ist es nicht. Es ist ein leichtes Pink, hervorgehoben mit einem türkisfarbenen Bändchen. Und ist eine schöne Aufmachung, gefällt mir. Schon mal. So, sind alle so ein bisschen pink gehalten. Übrigens hat auch die Candy-Verpackung dieses, es ist wie so ein Sense-Style. Ne? Sense-Style sagt euch ja was. Und auch mit kleinen Goldkrümelchen drin. Echt hübsch. Wahrscheinlich schon mal eingedenk Weihnachten. So, machen wir weiter mit der Essence Like a New Love. Ein Herzchen vorne drauf. Bei den anderen sind es ja einfach nur Kreise. Wie beschreibt man Düfte am besten, wenn man keine Ahnung hat? Sollte ja am besten vorlesen. Also wieder eine Vollgröße, 50 ml, zwei Lacke, Sparkling Sugar und der andere Glitter Jewels nochmal. So, wollen wir uns erstmal dem Duft widmen. Ich zeige euch einmal die Packung und lese euch vor. I love to love, Sehnsucht, Aufregung, wie frisch verliebt, einfach wundervoll. Floral, romantisch und modern sorgt dieser Duft für Schmetterlinge im Bauch. Das alles Weihnachtsdüfte? Echt? Das klingt alles so mehr nach Sommer und auch von den Farben her bin ich jetzt ein bisschen... Aber steht Xmas und Xmas ist Weihnachten. So, mache deine Nägel zu echten Modeaccessoire für ein einzigartiges 3D-Finish, trage zwei Lackschichten auf. Gut.
Dann schnuppern wir einmal. Da bin ich wieder. Duftet auch lecker. Relativ schwer, nicht so süß wie der andere, würde ich jetzt so sagen. Ich glaube, von den beiden würde ich jetzt sagen, gefällt mir der hier besser. Wahrscheinlich, weil er nicht ganz so süß ist. So. Mehr kann ich aber auch zum Duft an sich schon mal erstmal nicht sagen, außer dass ich dann vielleicht nachher einmal nochmal durchschnuppern kann. Dann haben wir hier den Sparkling Sugar Essence Effect Nail Polish in 02 Baby Your Firework. So. Ärgerlich, dass ich das Nagelrad nicht hier habe. So, ein schöner Roséton. Der sieht auch ganz toll aus. Ganz zart, der auch sicherlich gut als Überlack getragen werden kann. Zu einem anderen Ton. So. Sparkelt ein bisschen gülden. Grundton ist Rosé, aber nicht so stark Rosé, eher so ein weißliches Rosé. Also da sieht es Rosé aus, hier eher weißlich mit goldenen Tüpfelchen. Schön. Gleich mal fragen, Sparkling Sugar. Sugar ist von auszugehen, dass es auch wieder ein Sense-Style-Effekt ist. So, die anderen beiden kann man schon betatschen. Ist also für so einen Glitternagellack offensichtlich schnell trocknet. Jetzt haben wir, wie gesagt, den. Und in dem Set befindet sich noch Glitter Jewels Essence Effect Nail Polish in 10 Glitter Bomb. So, und den würde ich jetzt glatt über den hier drüber setzen, weil man den so gut wie gar nicht sehen kann. Würde ich jetzt mal so sagen. Na, Schnulli? So, da haben wir für die Barbies unter uns einen schönen Pink-Ton mit einigen Glitterstückchen drin, auch dementsprechend vorweg erstmal Unterton, roséfarbener Glitter und ein paar Konfettis drin. Jo. Habe ich jetzt auch einmal drüber gezogen, ohne mir darüber jetzt Gedanken zu machen, ob ich das irgendwie ein bisschen dicker haben möchte oder sowas. Ne? Einmal rüber gezogen und gut. Auf jeden Fall was für Barbies. Für Mädchen ist sehr mädchenhaft, eigentlich auch wieder frühlingshaft. Aber naja. So, das war jetzt die Kombination für die Liebe. Aber das nochmal. Ah, hier ist eine richtige Wolke jetzt um mich rum. Ja, das ist herber, der zweite. Der zweite ist auch schön. Aber ich habe ja noch eins. Und zwar Like the Party of My Life. Und da haben wir offensichtlich jetzt ein ganz kleines Leo-Print. Ganz toll. Also hier haben wir wieder diesen Sparkling-Effekt mit ein paar goldenen Pünktchen. Und da geht's weiter. Wir befinden uns jetzt in der lilafarbenen Schiene. Das andere war ja einmal rot. Das hätte, wie gesagt, gepasst zu Weihnachten. Dieses hier. Offensichtlich auch das Einzige eigentlich, das gepasst hätte. Wobei ich bei Candy Shop schon eher wieder an Mint gedacht hätte oder sowas. In Anlehnung an Weihnachten hätte das dann auch gepasst. So, Like the Party of My Life, wie ihr jetzt gleich sehen könnt. Ist auf jeden Fall, ihr müsst keine Angst haben, dass euch das aus der Packung fällt. Das ist gut festgeklemmt. Sehr gut festgeklemmt. Alles was anderes. Da geht es jetzt wirklich mehr in den Partybereich, weil ihr da nämlich Lila und Blau verwenden könnt. Ganz niedlich finde ich hier den Leoprint. Und wir haben hier ein blaues Schleifchen oben dran. Jetzt haben wir alles schon gelb und blau. Oh, gelb, halbblau und dunkelblau. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man alle verschenkt, ist ja nicht so groß, denke ich mal. So, und das machen wir jetzt noch einmal hier drauf. Den hätte ich jetzt eher als orientalisch bezeichnet, weil er relativ, ja, so dumpf ist, warm, weich. Ich glaube, das ist mein Favorit von den dreien. So, was erzählt uns denn Essence dazu? We love to dance. Ausgelassenheit, Spaß, gute Musik und die besten Freunde. Pulsierend, floriental, also bin ich ja gar nicht so weit weg mit meinem Oriental. Und geheimnisvoll verleiht dieser Duft das Gefühl einer Partynacht, die so schnell niemand vergisst. Ja,
Und wieder der Spruch mit den Glitter Jewels. Mache deine Nägel zu echten Modeaccessoires für ein einzigartiges 3D-Finish. Trage zwei Lackschichten auf. Das ist ganz niedlich. Da ist ein Punkt hinter. Ich glaube, den Punkt hätte ich weggelassen, weil das gehört ja eigentlich zusammen. Aber naja, das streiten sich die Geister, denke ich mal. Ich habe ja so einen Knall. Ich finde ja auch auf jeder Speisekarte irgendeinen Druckfehler oder sowas. Männer hat schon gesagt, er geht mit mir nicht mehr essen. Naja, all die Geschichten kennt er ja schon. Ja. Also den finde ich ganz toll. Der ist auch so ein bisschen satter, tiefergehend. Schön. So, da haben wir jetzt einmal einen lilafarbenen. Der heißt Nummer 11 Party Crasher. Glitter Jewels. Also geht es da vor allen Dingen um das Konfetti und der andere hat auch die Jewels drin. Könnt ihr da was sehen? Da kommt es runter. Ein kleines, kurzes Bürstchen, Pinselchen. Toll. Da kenne ich auch so zwei, drei, die ja ihre Vorlieben im Lila-Bereich haben, die damit super zurechtkommen würden. Mit einer Schicht schon, der ist ganz, ganz toll. Guckt mal, ich zeige euch das lieber so. Mit einer Schicht haben wir jetzt schon dementsprechend ein richtig schönes lilafarbenes Ergebnis. Würde mir so sogar schon reichen, weil es einfach schön glitterig aussieht. Mit einer zweiten Schicht wäre es jetzt wahrscheinlich dann durchgehend wie ein normaler Nagellack und deswegen, ich würde es so lassen, habe aber ja noch einen blauen in petto, den ich jetzt einmal hier raushole und der nennt sich 101 Jewels in the Pool. Das hat alles nichts mit Weihnachten zu tun. Habe ich das zu früh gekriegt? Ja, und da nehmen wir jetzt den Zeigefinger. Der hat einen Unterton schon mal in Blau. Bei dem Lila habe ich das Gefühl, das ist ein durchsichtiger Unterton mit ein paar Sprinkles halt drin. Und das jetzt hat einen blauen Unterton, das könnt ihr gleich sehen. Gut, dass ich heute auch alle Nägel drauf habe. Wie passend. Da seht ihr, dass es einen blauen Unterton hat und da drin dann die kleinen Glitterfünkchen sind. Die dann auch im Blau sind, nicht in Silber oder so. Das wäre dann dieser hier. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, von den ganzen Lacken ist mir der rote am liebsten und der lilafarbene. Die sind wirklich toll. Der rote, wie gesagt, der erinnert mich auch, das hätten auch kleine Herzchen sein können. Das ist ein ganz tolles Feuerwerk, sage ich jetzt mal. Der gehört nicht dazu. Das ist auch ein sehr schöner, wenn man ihn vor allen Dingen doppelt aufträgt. Das war der hier vorne am Anfang. Die Düfte sind klasse und wenn man davon ausgeht, dass es eine Weihnachtsedition sein soll, so vermute ich das ja jetzt mal, würde ich zu dem letzten jetzt tendieren. Also ist mein Favorit offensichtlich diese Box hier, It's Party Time. So, so, tada! Finde ich cool, finde ich klasse. Jetzt kann ich mich ja richtig durchschnuppern hier. Ja. Ich bleibe bei dem hier. Das ist mein Favorit, liebes Essence-Team. Und ich finde das total klasse, dass ich das mal durchtesten durfte. Bin immer noch ein bisschen befangen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ich nochmal irgendwann was gewinnen würde. Und ja, Mädels, kauft das. Schnuppert durch. Es werden ja vermutlicherweise Tester mit beigefügt werden. Und es würde mich sehr interessieren, von euch zu hören, was euer Favorit war. Ja? In diesem Sinne verbleibe ich dann erstmal, werde das jetzt schön hochladen, wünsche euch ein traumhaftes Wochenende, schön noch grillen, also wir hier oben in Schleswig-Holstein haben heute schönstes Wetter und ich werde jetzt rausflitzen mit meinen bunten Fingernägeln und schön vor mich hin duften, bin mal gespannt, ob Schatzi mich anspricht da drauf und wünsche euch was, bis die Tage. Tschüss und danke. Einmal ausprobiert die ganzen schönen Lacke und habe sie euch hier noch einmal geswatcht dementsprechend. Es ist wirklich toll, ich habe jetzt jeweils zwei Schichten genommen und kann sie euch nur empfehlen. Finde auch, dass sie recht schnell getrocknet haben oder getrocknet sind und von daher ganz toll gemacht. Supi, tschüss.